Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit unseren ganzen Hunden hier. Oh ja. Ja. Ist das hier eigentlich schon fertig? Sieht gut aus. So, dann gehen wir mal kurz. Jetzt hör mal auf, dich zu bewegen, Weizen. Jetzt hör mal auf, dich zu bewegen. Klingt auch irgendwie so komisch, wenn man das sagt. So, ja, was müssen wir noch alles erreichen hier? Wir haben noch ein paar Knochen. Also die Knochen räumen wir mal wieder weg, weil die stören jetzt nur noch. Und es wird Nacht. Das heißt für uns auf jeden Fall den ganzen gleich ins Bett gehen. So. Wir wollen ja immer noch Leder. Und dann jetzt haben wir wieder die Hasenbeschmugge gemacht. Na? Puff. Wow. Wenn wir den Kleinen hier rumrennen lassen, dann haben wir hier ein Problem. So. Na komm. Ja, endlich. So. Bringen wir mal ein paar Hasen um in der Hoffnung, dass die ein bisschen Leder droppen. Und ciao. Ah, Mist, das haben wir hier schon wieder. Wirklich, wir haben hier Minecraft Flat, ne? Wirklich so ein Hungersproblem haben, ne? Rammelt. So. Ja, schön. Und jetzt bringen wir nämlich die Alten um. Oh, da bringen wir jetzt vor euren Augen eure Eltern um. So. Ja. Halt nur rum. Jetzt haben wir nur noch 4 Karnickel. Egal. Karnickelpopulation wird sich halten. Frage, mögt ihr eigentlich auch rohes Kaninchenfleisch? Oh ja, das scheint ihr auch drauf abzufahren, ne? Nee, das mögt ihr, ne? Das mögt ihr, kriegt ihr aber nicht. So, was wir nachgucken müssten, wäre Leder. Papier. Geht das, dass wir das so vermischen? Ginge das? Sieht scheiße aus. Warte mal kurz, ist das überhaupt das? Okay, das ist schon mal nicht das richtige Crafting-Rezept, das weiß ich. Ah, Mist! Das sind mittlerweile schon wieder. Ich habe momentan so viel Demenz mit den ganzen Crafting-Rezepten. So. General. Crafting. So, dann gucken wir kurz mal nach. Bücher. Nein. Hier sind keine Bücher. Wo sind die Bücher? Bücher. Ja, eine Feuerkugel. Ich brauche das Crafting-Rezept für Bücher. Was interessiert mich das Crafting-Rezept eines Haken? Ja, hier sind wir schon da. Hallo, ich suche. Echt durchgeknallter Heini, durchgeknallter Heini. Können wir nämlich kurz was bauen? Ja, genau, das war nämlich das für Bücherregale. So, oh Mann. So, dann setzen. Haben wir noch Fackeln? Ja, haben wir. Können wir nämlich jetzt so machen, wie ich das machen wollte. Nämlich, dann setzen wir hier ein Bücherregal hin. Und dann eine Fackel. So. Sozusagen so einen kleinen Nachttisch, sozusagen. Soll so eine Art Nachttisch werden. Ja. Ja.
Weiß jetzt nicht so genau. Das wäre dann hier. Machen wir das so. Hier. Also jeweils drei. Wie gut wäre das? 1, 2, 3. 1, 2. So, wie sähe das circa aus? Ja, ich denke mal, der Eingang ist groß genug, oder? Zur Scheune. Ja. Ne? Jetzt bauen wir für euch einen Unterstand. Ne? Ey, du scheiß Pferd, wenn du da jetzt abhaust, ne? Ich schlag dich kaputt. Nein, du bist Günther, das darf ich nicht machen. Du sollst auch nicht mit dem Baumstamm treiben, ja? Danke, das dürfen nur die Kanickel. Die treibst du nämlich wie die Hasen. Oh, scheiße, war das ein schlechtes Wortspiel, ich weiß. Ich tu mir ja selber leid. Das tut er erst schon wieder mit dem Baumstamm, der perverse Günther. Nur kaputt im Kopf. Ich glaube, die brauchen hier auch mal eine Milady, ne? Nur pervers, ne? Nur pervers. Das ist ein echtes Problem mit den Pferden. So, ich dachte so dran, dass wir das dann so bauen. Machen wir erstmal so. So. Ja. So. Dann hier wieder Stamm. Auch hier wieder. Dann Stamm. Dann auf jeden. Dann wollte ich das so machen, nämlich. So. Nein! Nicht so. Drei hoch. Dass das sozusagen dann so aussieht. Genug Holz haben wir ja. Ja. Das machen wir so. So. Nein, doch nicht so. So. Zack. Ne, dann können wir hier nämlich schon mal das abbauen. Da ja hier ja jetzt so ein Dach ist. Da kommt auf jeden Fall noch ein Dach rein. Ne, also. Ist jetzt nicht so, als würden wir das so lassen. Ja, dann brauchen wir Zäune. Zaun. Und eine Leiter. Wir brauchen Leitern. Dann bauen wir das mal alles. Ne, sozusagen da. Ja, Günther geht da schon rein. Der perverse alte Knacker. Das war hier so. So. So, dann bauen wir das nämlich so. Hier sozusagen so für Licht so, dachte ich. Hier. Hier. Hier kommen auf jeden Fall auch nochmal hin. So. So. Nein, jetzt bin ich schon wieder nach außen weggefallen. So. Ja. Aber wie ihr seht, ich bin ein schlechter. Ich kann Scheiße bauen. Also ich bin jetzt wirklich nicht so der Typ, der so unbedingt jetzt das Unglaubliche baut. Das bin ich jetzt nicht so. Macht euch mal lieber keine falschen Hoffnungen, ne? Das tun nämlich die meisten von euch. So. Dann lassen wir überhaupt überall erstmal 10 rein. Guck mal nach, wie es dann weitergeht. So. Falls du was, 11. 12. 36 sollte auf jeden Fall reichen. Also wenn 36 nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. So. Mist, jetzt haben wir uns hier drin schon wieder festgebaut. So. Ey, Junge. So, Bingo. Und da drüber ziehen wir nämlich jetzt
So. So. Ja. So, und dann nämlich. Machen wir das so. Ja, also ich würde sagen, das lohnt sich. So. Ebenso für die kleine Überdachung. Ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt hier in der reinsten Pampa leben müssen, ne? So. Oder weißt du was? Mist, jetzt habe ich eine kleine Dummheit gemacht. Ich habe jetzt doch keinen Bock, dort alle Bäume zu fällen, weswegen wir die Bäume dort platt machen. Hier, den Baum machen wir platt. Die werden eh später irgendeinem Bauprojekt weichen. Insofern ist das jetzt auch kein so dermaßen der Unterschied. So. Wir bauen nämlich jetzt da drunter und dann nämlich... Das sind natürlich jetzt wieder die Typen, die sich fragen, hey, was baut denn der Vollidiot da schon wieder, ey? Ey. Oh Gott, sieht das hässlich aus. Sieht ja wirklich scheiße hässlich aus. Saltron, schön, dass du merkst, wie hässlich du baust. Und es wird zappenduster. Scheiße! Nein, ich muss mich beeilen. So, Mann, es wird jetzt schon wieder Nacht. Ich will nicht, dass es schon Nacht wird. Mama, das Spiel mobbt mich. So, und dann gehen wir schon mal schlafen. Von hinten sieht das Ding so derbe Scheiße aus. Komm, lass uns schlafen. Und es wird doch Nacht. Lass uns einfach schlafen. So. Vorab, ihr müsst zugeben, es gibt auch schlimmere Stallungen. Wir haben kein Weizen mehr, oder was? Das wäre jetzt echt ärgerlich. Oh Mann. Schon wieder vergessen. Jetzt will ich ja kein Weizen mehr haben. So. Ja, ciao! So. Ja, dann bauen wir hier wieder alles weg. Machen wir es mal. So. Komm. So, Mann, müssen wir jetzt so ein großes Feld damit ausfüllen? Das wäre ja echt scheiße. Und ich dachte so, dass wir da hinten noch so ein paar Strohballen sozusagen noch reinmachen, damit die was zum Fressen haben. Hier, so ein paar Strohballen noch. So. Ach, die gehen da direkt alle drunter. Wie süß ist das denn? Erik findet's scheiße. Ja, komm, geh mal raus hier. Ich baue nämlich jetzt hier was für euch. So. Ja. Aber ich finde so von drinnen geht das eigentlich so, das Aussehen, finde ich. Oh Gott, das muss weg. Das muss weg. So. Ja, das finde ich geht. Sieht jetzt nicht allzu derbe Scheiße aus. Natürlich, es geht immer besser, aber Günther klettert mittlerweile schon. Ja. Kümmern wir uns hier drin später nochmal ein bisschen so um die Inneneinrichtung. Hier könnte ja nochmal so eine Truhe hin, so regalmäßig oder so. Regale können wir jetzt hier auch nicht unbedingt reinarbeiten, ne? Ein Esstisch brauchen die hier noch. Oh Gott, da weiß ich aber auch schon, wie wir den Esstisch machen. Natürlich, wir könnten rein theoretisch einen Pisten nehmen, der wäre mir aber schon ein bisschen zu extrem. Dann machen wir das einfach so. Geht das? Ja. So, dann haben wir hier nämlich so einen kleinen Tisch.
Nervt zwar ein bisschen, wenn man gegenläuft, aber hey, wir sind ja jetzt hier nicht unbedingt so pingelig. Bauen wir nochmal kurz kleines Sitzplätzchen. So. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier auch schon die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!